Hey Leute, willkommen zurück zu Breach Wanderers. Ich habe jetzt hier noch 34 Lebenspunkte. Ich bin mal gespannt, ob das hier überhaupt noch was geben wird. Ich glaube, er hier hat eine Menge Lebenspunkte. Deswegen, ich würde sowieso sagen, die haben wahrscheinlich Schock. Und ich würde dann schon gerne... Also wir müssen nur den Kampf überstehen. Vielleicht können wir uns dann bei den Events nochmal vor dem Boss heilen. Ja, gucken wir mal. Top, die Wette gilt. Eieieiei. Okay. Das wären 10 Damage durch Arcane und dann nochmal 5. Superbeam haben wir hier. Bringt uns jetzt erstmal nichts für den Anfang. Ich habe auch nichts auf der Hand, um mich zu verteidigen. Okay, machen wir das erstmal so. Wir könnten hier nochmal 2 Karten ziehen, aber... Ach, das ist gar nicht mal so schlecht hier mit dem Shield. Mit Heavy Stand ist halt nur recht teuer dann. Dann haben wir in der nächsten Runde nicht so viel, aber was will man machen? Dann kommt jetzt erstmal Super Beam und Charge Strike weg. Dann spielen wir jetzt Heavy Stand, bekommen wir noch Sturdy und Tough dadurch. Jawohl, das sieht doch schon mal ganz okay aus bis hierhin. Auch wenn mir das Mana so ein bisschen Sorgen macht. Aber wir haben ja einige Mana-Karten im Deck. Combat Ready. Wäre halt jetzt... Dann hätten wir mehr Tough. Adept. Und Draw. Mighty wäre natürlich auch super. Scattered Beam wäre halt jetzt auch sehr nett. Ich komme leider nicht auf Supercharge. Und triggern will ich die jetzt erstmal nicht. Obwohl doch, ich komme doch auf Supercharge. Mal machen wir das so. Will ich jetzt das schon benutzen? Ich glaube erstmal nicht. Spielen wir einmal... Das ist halt so doof. Wir haben jetzt hier nur die eine Mana-Karte noch. Ich glaube, ich nehme erst noch mal Combat Ready und hier Corrupted Blast. Scattered Beam lasse ich erstmal außen vor. Dann haue ich da vielleicht nächstes Mal hier schon Sticky Flask drauf. Das ist halt so doof. Mit so viel Arcane. Oh Gott. Oh Gott. Das macht halt so viel... Ja, okay, das war's dann. Das war's dann. Tja. Harden Shell, Reflect. Ist jetzt auch nicht so toll. Shield Strike können wir nochmal nehmen. Ja, das ist jetzt auch vollkommen... Vollkommen Banane. Ach, ist das doof. Ach, ist das blöd. Also mit Paladin komme ich... Also eigentlich mag ich Tanks, ja. Aber irgendwie komme ich mit dem hier noch nicht so zurecht. Vielleicht liegt es an mangelnden Karten. Vielleicht mache ich grundsätzlich noch was falsch. Kann gut sein. Ich habe den ja jetzt auch das erste Mal im Quickplay gespielt. Deswegen... Ja gut, dann kriegen wir hier noch ein Level up. Deployed Turret. Oh. Jetzt können wir hier sogar Turrets platzieren. Das ist ja interessant. Wenn wir es nicht können... Kommt der erste Ally, Frenzy. Und der Turret erhöht dann auch mit Blasting Turret seinen Schaden pro Runde um 2. Müssen dann halt... Moment, nee, das ist ein Spell, aber hier steht doch Allied Blasting Turret. Ich habe das jetzt so verstanden, das ist so ein... Ja, Allied.
Das werde ich irgendwann mal ausprobieren. Rallying Command. Das könnte natürlich mit genügend Allies schon echt gut sein. Da können die zum Beispiel zweimal dann noch mit angreifen. Deploy Shield und dann nochmal hier so ein Automated Shield können wir damit beschwören. Ich verstehe gerade nicht so ganz. Ally Summons, Moment. Genau, doch, wir beschwören wen? Bekommen wir dann automatisch die Karte oder spielt der Turm dann diese Karte? Ich glaube, der Turm spielt dann diese Karte. Nun gut, also ich mache jetzt hier kein 6-Minuten-Video, aber wir öffnen hier erstmal ein Paket und Mana Lance. 8 Damage, zweiten, ja, das ist quasi 8 Damage für 0. Cauterize, Cleanse, Burn, okay, Crystal Strike, 10x2 Damage am ersten Gegner, reduziert den Schaden mit der Zeit, ist natürlich am Anfang super stark. Aber je länger ein Kampf halt dauert, desto schwächer wird das ganze Ding. Gut, so. Dann einen Markt brauchen wir erstmal nicht. Wir starten neuen Run. Und zwar schalten wir jetzt die neue Klasse frei. Die letzte, die noch bleibt, Charu. Gucken wir mal. Moment, wie viel habe ich denn jetzt noch an Gold? Da haben wir 5000. Wir haben sogar 5000 voll. Okay, aber ja, ich lasse das erstmal mit den 5000 Gold. Ich kann mich halt nicht so wirklich entscheiden, wofür ich das dann ausgeben will. Was hast du denn? Create a reactive shift whenever you discard one or more non-temporary cards. Start combat with evasion. Oh, ja gut. Startet nur den Kampf mit Evasion, aber ist trotzdem, kann durchaus bei dem einen oder anderen Gegner nicht so verkehrt sein. Also die spielt scheinbar jetzt hier nach dem ersten Passiv zu urteilen schon so ein bisschen auf Discard. Gucken wir mal. Das wird jetzt erstmal wieder dauern. Ich muss mir erstmal alles durchlesen. So. Und ja, wir machen das trotzdem so wie immer. Die meisten Elite-Gegner. Interessant. Wir könnten dann auch direkt. Bei hier sind zwei, da sind zwei. Das, wir könnten im Prinzip auch komplett dann einfach links lang. Ich glaube, das waren genauso viele. Gut, dann starten wir mal hier links. Und einmal Evasion hast du schon. So, ja, sie hat sogar, also, ja gut, das ist jetzt erstmal hier das Gummeldeck. Muss man so zu formulieren. Zwei Mana mit Tricky Focus. Und wenn wir das Serrated Shift können wir damit ja erstellen, wenn wir die Karte abwerfen. Okay, das verursacht Bleed. Das ist natürlich schon mal sehr interessant. Ja, es läuft bei hier ihr halt schon sehr über Discard. Da würden wir Schild verlieren, aber nur vier Schild gegen einmal Evasion tauschen ist natürlich schon nicht so verkehrt. Blade Idol, unplayable, die. Ach, okay. Das hat den Schaden gemacht. Ich habe mich nämlich gerade schon gewundert. Wir verlieren aber auch einen Mana. Gut, die Karte wird gespielt, wenn wir sie ziehen oder sie discarded wird. Nehme ich jetzt erstmal Tricky Focus. Und wir hätten dann direkt zweimal Evasion. Ja, dann können wir den Schaden schon mal direkt abwehren. Dann hätten wir Reactive Shift, Bleed und Poison. Okay, so langsam ergibt sich ein Muster. So, dann haben wir hier einmal Siphon Card, dann würde ich Blade Idol erstmal abwerfen. Können wir damit noch Schaden machen?
Reactive Shift können wir einmal spielen. Und Siphon-Card zum Ende, damit wir nichts mehr abwerfen brauchen. Gut, abwerfen habe ich bisher immer so als Negativeffekt gesehen, aber bei ihr ist das ja Bestandteil von dem, was sie macht. So, Deadly Injection. 12 Poison. Okay. Introspection. Tricky Focus. Ha. Damit können wir jetzt leider nicht so viel machen. Ist halt eine Mana-Karte. Wir könnten jetzt... Oh, will ich das hier abwerfen? Ja, komm, machen wir das. So, dann haben wir die zwei. Ist ein bisschen vieles Guten. Deadly Injection. Gebe ich dir zweimal. Also ich kann noch nicht viel zu ihr sagen, aber bisher macht das doch schon einen sehr, sehr interessanten Eindruck. Haunted Memory, und wir haben ja auch noch nicht für Quickplay so das Standarddeck erstmal. Aber trotzdem, das ist erstmal schon wirklich nett. Wir könnten uns wieder Evasion holen. Nee, Moment. Doch, hier haben wir Discard. Machen wir das? Ich glaube, wir machen das. Und jetzt ist halt die Frage, also ich würde auf jeden Fall dir nochmal Deadly Injection... Ja, okay, das war jetzt eigentlich zu viel. So. Ja, das war jetzt blöd. Bei, wir können dich doch erledigen. Okay, es ist dann wieder, es kommt halt sehr auf die Reihenfolge an, wie auch bei sehr vielen anderen Charakteren, was man wann spielt. Draining Strike, gute Frage. Ich würde, glaube ich, eher hier nochmal Fae Barrier nehmen für Shield und Evasion. Das ist halt schon echt nicht ohne. Wobei, Shield bekommen und Evasion... Weiß ich nicht. Reflect brauchen wir nicht. Ja, Heilung. Wir haben jetzt nur die erste Ebene. Ich weiß nicht, wie ich mich mit ihr anstellen werde. Müssen wir mal gucken. Aber ich habe jetzt erstmal das genommen. Ist ja auch Abwehr, nur wir haben keine Heilung. Wir können uns aber trotzdem zweimal ausruhen. Deswegen, ich glaube, das sollte hier für die erste Ebene vielleicht kein Problem sein. Ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, dass das total in die Hose geht. Ich habe da ja schon so meine Erfahrung mit gemacht. Und deswegen sage ich da jetzt mal nichts so. Das ist ja alles schön und gut. Ich glaube, wir machen das mal so. Und dann... Ich gebe dir dann noch Poison, weil du hast nächste Runde dann Shield. Nehmen wir mal Introspection. Das gibt natürlich jetzt hier echt eine Menge... Mana. Das Problem ist halt, wenn ich das jetzt hier spiele, ich kann das hier halt... Also ich muss auf jeden Fall, wenn ich Discard habe, dann auch was abwerfen. Okay, das war jetzt blöd. Da hätte ich die andere erst spielen sollen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich discarde nichts, oder? Nee, das geht nicht. Oh, haben wir sogar jetzt schon dreimal drin. Mana Shield ist ja schön und gut. Das brauchen wir erstmal alles nicht so wirklich. Bei, wir können das halt... Nee. Nee, können wir jetzt nichts machen. Das ist natürlich schon wieder nett. Die Frage ist halt... Ja, dann machen wir das so. Und können dich erledigen. Dann haben wir nochmal Deadly Injection natürlich. Wobei Weak und Vulnerable.
Ja, das funktioniert halt so, also dadurch, dass das nur eine Runde dann hält, nicht... Ich weiß nicht, wird Poison dadurch beeinflusst? Oder ist das hier Fixed Effects? Ne, bleibt's okay, das beeinflusst das dann nicht. Gut, das brauchen wir dann halt nicht. Brauchen wir gar nichts von. So, da können wir wieder was abwerfen. Jetzt haben wir jetzt zweimal Tricky-Fokus. Einmal Introspection. Ja, das ist halt... viel zu viel. Ja gut, du bist jetzt sowieso dann tot. Power Surge, ja, das ist wieder die Sache mit Powerful. Und man kann die Karte halt nur einmal spielen. Aber Powerful bleibt dann halt auch erhalten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee, wobei... Irritating Dust, trigger bleed 5 times on any enemy. Oh, damit könnte man natürlich auch ganz gut Schaden machen. Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Corrupted Blast, Vulnerable, wir haben da halt eine Karte dafür, also von daher können wir darauf, glaube ich, erstmal verzichten. Ich würde fast sagen, ich nehme hier den Dust... Da müssen wir dann halt Bleed auf dem Gegner haben. Aber wenn das fünfmal getriggert wird und wir haben zwei Bleed drauf, dann wäre das schon 10 Damage. Also gar nicht mal so ohne. Haben wir jetzt halt nicht. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, die Karte werde ich dann immer abwerfen, weil Evasion ist halt echt nicht so verkehrt. So, jetzt hätten wir... Ich bräuchte halt noch eine Karte, womit ich halt mehr Bleed bekomme. Ach so, und das hier triggert dann auch noch... Leech, Bleed und Poison. Oh, das ist natürlich sehr nett. Könnten wir das einmal nehmen. Dann das... Und dann das. Aber gut, es wird triggert, schon getriggert und verringert es sich dann aber auf jeden Fall. Gut, die Karte ist halt kostenlos. Siphon-Card zum Ende dann nochmal. Ich weiß noch nicht, was ich davon so halten soll mit Evasion und also Karten, die Evasion und Shield dann geben. Weil normalerweise dachte ich immer so, okay, man geht halt mehr auf Evasion oder man nimmt dann, geht primär auf Shield. Beides finde ich ein bisschen kontraproduktiv, so in der Theorie. Aber das muss ja nichts heißen. Sie hat halt auch sehr wenig Lebenspunkte. Wir haben jetzt leider gar nichts bei dir da drauf. Dann nehmen wir das einmal. Dann hätten wir hier Poison. Das ist doch schon mal ganz okay. Dann machen wir das nämlich so. Wenn wir die noch spielen würden, machst du weniger Schaden. Dann Reactive Shift. Können wir das Poison auslösen. Das ist halt auch eine coole Idee, wenn man halt bestimmte Effekte triggern kann, vor allem bei Poison. Poison ist eigentlich immer eine ziemlich große Menge. So. Ach, auch die Effekte. Okay. Ja, ist halt blöd bei Kämpfen, die länger dauern. Dann machen wir das erstmal so. Wir haben halt so viel. Da haben wir nochmal Bleed. Und das können wir einmal spielen.
Und das war's dann auch schon. Alles klar, gut, gut. So, was haben wir hier? Tempest Strike. Das passt jetzt alles nicht so richtig. Wie war das denn nochmal mit Corrupt? Alle Debuffs erhöhen sich. Das wäre natürlich schon nett. Also die Karte kostet halt nichts. Ich muss mal kurz gucken. Wie sieht das denn hier aus? Das ist ein Strike. Und sie hat wohl... Okay, sie hat sehr viele Skills jetzt erstmal in diesem Gummeldeck. Deswegen brauchen wir das nicht. Und ja, Flächenschaden wäre schon nicht verkehrt. Aber jetzt hier am Anfang, ich glaube, ich nehme das erstmal. Spell Damage plus 10%. Curse applied by spells plus 1. Max Shield. Status decrease every turn plus 2. Spells hat sie halt auch nicht so wirklich. Deswegen fällt das flach. Ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Wie ist das? Status decrease, bezieht sich das jetzt nur auf die, die bei mir drauf sind, die negativen Dinger? Oder auch die vom Gegner? Weil wenn das auch den Gegner betrifft, dann will ich das natürlich nicht. Und deswegen, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt hier erstmal... Nee, ich glaube, ich will das nicht. So, wir können was entfernen. Die Frage ist, wollen wir denn was entfernen? Ich würde fast sagen, wir haben hier dreimal Fee-Barrier drin. Das ist halt schon ein bisschen viel des Guten. Zwei dürften da, glaube ich, auch. Wobei, dann könnten wir theoretisch dreimal Evasion bekommen, wenn wir dreimal das halt abwerfen könnten. Aber das ist halt auch sehr unwahrscheinlich. Deswegen... Introspection ist halt so eine Sache. Mit Fatigue. Wir haben halt noch sehr viel Mana. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Karte. Weiß ich nicht. Ich würde, ich nehme die raus. Okay, gut. Dann machen wir mit dir weiter. Oder mit euch. Dann hätten wir hier einmal... Tricky Fokus. Das wäre nämlich das Problem. Wir haben halt auch nicht so viele Karten. Könnte halt oft passieren, dass wir zum Beispiel drei Fee-Barrier bekommen, aber dann gar nicht alle drei. Ja gut, Shield könnte man halt immer gebrauchen, aber sonst den Rest ist halt so eine Frage. So, einmal hier bitte Poison. Einmal das. Dann einmal das. Dann einmal Mana Shield und die schenken wir uns jetzt. Wie machen wir das denn jetzt? Bleed haben wir da jetzt erstmal nicht mehr drauf. Damit komme ich jetzt nicht so... Obwohl, ich kann das nehmen und dann das hier einmal spielen. Sonst haben wir da nichts. Ich kann jetzt hier einmal Impel benutzen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Poison drauf. Bleed haben wir halt nicht. Gut, dann machen wir damit nochmal Schaden. Spielen wir einmal das und das ist dann egal. So, dann würde ich jetzt schon sagen, wir spielen einmal... Das schmeißen die dann weg. 3x4 ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Einmal so, dann nochmal so und dann bist du schon mal raus. Gut, gut. Dann haben wir hier Poison. Dann nehme ich das schon mal und Siphon-Card.
So, 4x4 ist natürlich auch schon ziemlich blöd. Bleed haben wir jetzt wieder nicht. Also auf jeden Fall nehme ich hier Poison. Und ja, da wäre jetzt das Shield eigentlich schon besser, wenn wir das bekommen würden, als einmal Evasion, glaube ich. Naja, das macht keinen Unterschied. Es wären dann halt auch 4. So. Erledigt. Alles klar. Und noch auf 52 runter. Stinging Strike, Fee Barrier, nochmal Ice Barrier. Wie gesagt, das wollte, dann nehme ich auf jeden Fall hier mal Icy Barrier. Weil wir greifen, wir haben also ein paar Angriffe, die wenig Schaden machen, aber die werden dann oft ausgelöst. Und das ist, könnte durchaus ganz nett sein. Und dann noch mit Frost und das Ganze kostet nur 2. Dann haben wir das halt noch ein bisschen für die Defensive. Gut, dann würde ich sagen, den Mid-Boss machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, ihr hattet soweit wieder ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.